Als tollpatschige, herzensgute und bis über beide Ohren in Dr. Mark Meyer verknallte Dr. Margarete Haase spielte sich Diana Amf zwischen 2008 und 2011 in die Herzen der TV-Zuschauer. Doch nach dem Ende der Erfolgsserie wurde es ruhig um die Schauspielerin. Wir werfen einen Blick auf ihr bisheriges Leben und ihre Karriere nach Doctor's Diary. Geboren wurde Diana Amft am 7. November 1975 in Gütersloh, wuchs aber als Tochter eines Hausmeisters im nordrhein-westfälischen Herzebrock-Klarholz auf. Nach der Ausbildung zur Justizfachangestellten bewarb sie sich vergebens an der Folkwang-Schule, einer Kunsthochschule in Essen. Daraufhin versuchte sie ihr Glück an der Münchner Schauspielschule Zerboni. 12-mal wurde sie abgelehnt, ehe sie schließlich im Alter von 20 Jahren die Zusage erhielt. Erste größere Bekanntheit erlangte Diana Amf 2001 durch die Rolle der Inken in dem Film Mädchen, Mädchen. Unvergessen bleibt ihre Orgasmusszene, als sie beim Radfahren zum Höhepunkt kam. Auch in der Fortsetzung Mädchen, Mädchen 2 war Amft wieder mit von der Partie. Der große Durchbruch gelang ihr schließlich als Dr. Gretchen Haase in der Erfolgsserie Doctor's Diary, in der die gebürtige Gütersloherin von 2008 bis 2011 zu sehen war. Seitdem ist Diana Amf deutlich weniger vor der TV-Kamera zu sehen. Stattdessen hat sie sich als Kinderbuchautorin einen Namen gemacht. Bereits 2010 schrieb sie das Kinderbuch Die kleine Spinne Widerlich, das mit Illustrationen von Martina Matos 2011 veröffentlicht wurde. Das Buch wurde als Reihe fortgesetzt und umfasst bislang 7 Bände. Außerdem verdingte sich Diana Amf bereits mehrfach als Synchronsprecherin. Sie übernahm unter anderem eine deutsche Stimme in Stuart Little 2 und in Monsters vs. Aliens. In Yakari leiht sie dem Biber Lindenbaum ihre Stimme. Was ihr Privatleben betrifft, hält sie sich bedeckt. Bekannt ist, dass sie mit Arne Regul verheiratet ist und in Berlin lebt. Kennengelernt hatte Diana Amft ihren Mann, einen Aufnahmeleiter, am Set von Doctor's Diary. Das Paar hat ein gemeinsames Kind.